Ich bin aus Karben, die neue Apotheke, und gerade hat ein Kollege zugemacht in unserer Umgebung. Jetzt haben wir noch für die 22.500 Einwohner von Karben 3 Apotheken. Ist irgendwo wirtschaftlich vielleicht ganz schön, aber letztlich macht sich das alles nicht mehr bezahlt. Und dann hören die Kollegen halt auf. Auch ich werde irgendwann mal zumachen und dann ist keiner mehr da. Sind denn Ihre Kollegen auch hier oder sind Sie alleine aus? Nein, wir sind, sagen alle Mitarbeiter sind da. Hallo. Soweit es geht, der Zweitbetrieb hat noch heute Notdienst. Wird natürlich stattfinden, ganz normal durch die Klappe. Ich habe heute auch schon viele Leute vor der Apotheke stehen sehen, die ganz enttäuscht waren, dass nichts mehr gibt. Aber das ist ja immer so, wir wollen Herrn Lauterbach erreichen. Und wir erreichen letztlich natürlich unsere Kunden an dem Tag mal nicht. Wenn die Bahn streikt, ist es ja ähnlich. Ne? Was würden Sie denn sagen, wenn er heute hier wäre? Der Herr Lauterbach? Ja. Dass er sich seine Videokabine irgendwo hin... mehr sage ich jetzt dazu nicht. Wunderschöne Idee. Ich arbeite ungefähr 50 Stunden die Woche. Ich würde sagen, dann soll ich mich noch in die Videokabine stellen für eine Apotheke, die weit abgelegen ist, wo man mich angeblich nur gelegentlich bräuchte. Ich glaube, der Kollege, der jetzt gerade zugemacht hat, hat auch seine 50 Stunden gearbeitet. Der war nicht faul. Der war nur ganz alleine und hat seinen Betrieb halt eben nicht weitergeben können.